Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die Rote Edition. Ich habe mich informiert und die Information lautet, ja, Shellock darf nicht mehr antreten. Theoretisch eigentlich nicht, praktisch gesehen schon, theoretisch aber nicht. Denn die Stats, die sind gut. Es ist alles noch im grünen Bereich. Problem ist, wir dürfen mit keinem Pokémon über Level 24 antreten. Das heißt also, richtig, ne? Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, ob wir. Wie und ob wir das nochmal alles machen. Ich speichere tatsächlich nochmal vorher. Nicht, dass es heißt, so von wegen. Boah, das hat alles nicht so ganz hingehauen. Dann müsste ich natürlich Shellock nochmal wieder ablegen. Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, was ich tatsächlich noch überlegt habe. Wir usen natürlich nochmal und das Cut. Und ich habe überlegt, das Meppo beizubringen. Das liegt daran, dass. Achso, not able. Upsi, Entschuldigung. Ich hab's vorher überlegt. Smetbo beizubringen. Es ist aber nicht möglich. Gut, dann müssen wir da tatsächlich das Pokémon fangen. Ach, ärgerlich, egal. Gut, was machen wir das? Wie 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 machen wir das? Nicht genug. Ich weiß nicht genau, welches Level das Dick da haben muss. Ich glaube Level 21. Da ist es nämlich. Dick da! Level 19, ja, nehmen wir mit. Und zwar mit Kratzer. Ja, Dick da, ein Kampf-Pokémon, genau. Ein Boden-Pokémon. Ein tolles Boden-Pokémon, denn wir brauchen theoretisch gesehen für die Elektro-Arena eine Boden-Pokémon. Ja, praktisch gesehen ist das Pokémon Dick da völlig ungeeignet für diese Arena. Also komplett, weil. Das kann Dick da groß, das kann glaube ich noch nie mal eine Bodenattacke. Maulwurf-Pokémon. Ging schnell, dann können wir direkt wieder zurück. Also finden wir jetzt noch ein tolleres Dick da. Okay, wir finden noch ein tolleres Dick da. Aber Level 20? Warum nicht? Dann müssen wir das Level 19 wieder freilassen. Schade, dass wir sowas wie einen Wiederball nicht haben. Das wäre jetzt toll. Alles klar. Vergiftet. Perfekt. Pokémon Fliege Physik. Muss auch wieder Pokebälle kaufen, merke ich gerade. Sauber. Liegt da gefangen. Lassen wir das andere frei. Außer aber jetzt kommt noch ein Dickdar Level 21. Dann nehmen wir das mit. Und. Nein, Level 20. Aber wir haben gesehen, dass Dick da tatsächlich hier auch gut besiegbar ist. Es kann doch Schaufler, fantastisch und tschüss. Ah, wir können nicht los. Okay, Schaufler, das ist super. Schaufler. Gut, das hat er nur. Ah, Don't Escape. Coole Sache. Also das kann Schaufler. Gefällt mir. So, bringt nichts, weil wir einen Club-Pokémon sind. Schaufler. Das gefällt mir, wie gesagt. Dann müssen wir tatsächlich Dick da doch mitnehmen. Dann müssen wir Dick da tatsächlich mit trainieren müssen ein bisschen. Das ist sogar verwirrt. Dann haben wir für Dick da tatsächlich. Das ist nicht mehr verwirrt, schade. Haben wir für Smetbo tatsächlich jetzt einen Ersatz gefunden, ne? Mit Dick da. Das tut mir leid. Ja, es tut mir leid, Smetbo. Auch wenn du Level 16 erreicht hast, es tut mir leid. Stachelspore. Ja, ich bin lieber für Gift, Bruder, statt für Stachelspore. Oder legen wir jetzt erstmal Nidorino ab? Hm. Aber Tendenz, warum ist Smetbo nicht mehr? Nee, wir legen Smetbo ab. Klar, Smetbo, gute Geschichte als Psycho-Pokémon gegen Kampf-Pokémon, aber. Nee. So. Also, in erster Linie ist es so, dass wir natürlich jetzt Dick da Level 19 wieder freilassen. Wir es brauchen übrigens nicht mehr. Wir aber dementsprechend Smet ablegen und dafür Dick da Level 20 mitnehmen. So, dann doch wieder da nochmal hin. Items abgeben, nämlich. Deponiere bitte mir Item TM44, weil ich es nicht brauche. Und
dann lassen wir Lick da Zerschneider beibringen. Dickdack muss das können. Immer jetzt, echt jetzt. Ja, ich dachte, Dickdack kann auch Zerschneider. Warum können die alle nicht Zerschneider? Sollte euch schämen. Gut. Wen legen wir ab? Tauboga? Vorerst. Ich weiß gar nicht, ob Rettern. Kann Rettern. Das wäre natürlich was, wenn Rettern das Zerschneider könnte. Wenn Rettern jetzt auch nicht Zerschneider kann, dann muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Nein. Und welches Pokémon könnte denn eventuell Zerschneider erlernen? Auch schön. Der Immon muss jetzt tatsächlich jetzt gleich schneiden, um zu gucken, welches Pokémon denn Zerschneider kann. Ich weiß gar nicht. Kann Ratzfatz Zerschneider? Also Karpador auf keinen Fall. Das wäre natürlich was. Bibor? Kann Bibor? Ah, wir gucken mal, ob Bibor Zerschneider kann. Ich glaube aber auch nicht. Und? Doch. Gut, Bibor. Ah, dann hat Bibor, es ist doch vergiftet, ich weiß. Ah. Gut, dann müssen wir das mal ein bisschen taktisch überlegen, weil Bibor nehmen wir ja tatsächlich nur mit, weil Bibor eben Bibor ist und weil es Schneider kann. Ja. Gut, zwei Sachen. Erste Sache, die wir definitiv machen, ist das nächste Achievement holen. Und zwar das Achievement, warte. Zack. Und zwar Cut. Achievement unlocked. weniger Lebensraum. Ich bin einfach so gemein, oder? Oh, ich bin so ein Fieser, ey. Ja, aber es ist, wie es ist. Ich bin halt manchmal fies, gemein und hinterhältig. Und fies. Aber nun gut. Also doppelt fies, ne? Da versteht sich natürlich. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Tränke wir jetzt noch haben. Wir haben noch 11. Gut, ich weiß zwar nicht, wie ich das mit Bibor hier alles schaffen soll, aber... Nun gut. Muss ich mir noch irgendwann ein Pokémon holen, was auch noch zu Schneider kann. So. In der Arena ist es so, dass wir tatsächlich ein Bilder, also so ein kleines Rätsel lösen müssen. Dickda wird jetzt erstmal kämpfen. Weil das Ding ist, dass hier Dickda unser Held ist, des Ganzen. Und ich hoffe, dass er einfach richtig Hero hier abliefert. Aber so richtig. So, Pikachu. Ja, kann Dick da ja sehr viel. Nämlich Schaufler. So, gucken wir mal, wie viel das aushält. Es hält nicht viel aus. Das ist so ein bisschen problematisch. Dann läuft er wieder zurück. Aber, ne? Ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Tschüss. Schön Heuler und Ruckzucki und nächsten. Tschüss. Ihr seht, worauf ich hinaus möchte, oder? Ach ja. Gut. Du auch. Wir besiegen einfach jetzt unseren Gegner mit Dick da. Das ist wie es ist. So. Wollte mal. Ich hoffe einfach, dass das mit Dick da hier einfach wirklich funktioniert. Sehr schön. Ja. Magnetilo kann noch keine Schwebe haben, weil wir haben hier noch nicht die Effekte. Also von wegen ich schwebe und so. Sehr schön. Auch mit einem Schlag hier gestreckt. Level 21. Und Volteball. Tschüss. Und... Bams. Ja, Dickda räumt hier auf. Dickda, du bist einfach der Held. Du bist my hero of the day. So, weiter geht's. Auch den nächsten klatschen wir weg mit Dickda. Ja, das ist eben das, wenn du kein festes Team hast. Wie gesagt, wir haben ja kein festes Team. Wir rotieren so ein bisschen. Und,
klar, jetzt kannst du sagen, so von, kannst du sagen, hey, das ist ja hier todeslangweilig jetzt, wenn du jetzt mit Dick da hier alles wegrockst. Leute, ich weiß nicht, wer von euch das geplant hat, Dick da ins Team zu nehmen. Ich nicht, aber ich, der rockt hier gerade mit Schaufler hier alle um. Ja, ich möchte doch mal Dick da vorher nochmal heilen. So, jetzt mögt ihr sagen, so von wegen, ja, immer, und aber was, das ist doch alles Blödsinn. Lieber heilen. Und tatsächlich möchte ich Shylock sicherheitshalber lieber in die Box tun. Bevor es heißt, dass das mit dem Achievement nicht klappt, weil er ja Level 24 ist. Ist mir lieber, Leute, ist mir lieber, ich weiß. Ich weiß, ihr sagt so von wegen immer und du Schisser. Aber Shylock bringt uns auch hier überhaupt nichts. Leute, Shylock bringt uns auch überhaupt nichts. Den nehmen wir wieder mit nachher. Ja, ist alles gut. So, jetzt mag man sagen, so von wegen, ja, aber warum nimmst du dann Tauboga mit? Tatsächlich einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen nehme ich Tauboga mit und Shylock nicht. Warum Shylock nicht? Shylock ist doch eigentlich das bessere Pokémon. Ja, wie gesagt, die Begründung ist die, wir dürfen eigentlich Pokémon nicht überhalb von Level 24 mitnehmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob 24 direkt sogar zählt. Bei Misty war es ja tatsächlich so, dass es auch mit diesem Level 20-Geschichte war. Problem, oder besser gesagt, Lösung des Ganzen war ja die, dass wir ja mit Shylock an Abschluss das Level erst erreicht haben. Also von daher ist alles entspannt. So, jetzt haben wir hier ein kleines Rätsel. Müssen das zweite finden. Nö. Gut. Okay. Genau, das ist so ein Rätsel. Wir müssen suchen, wo es sein könnte. Problem ist bloß, dass ich immer nicht weiß, wo es ist. So, hier vielleicht? Nö. Okay. Dann hier? Nö. Ach, Mann. Weil das eigentlich immer... Ich weiß gar nicht, wo es genau ist, aber tendenziell ist das tatsächlich so ein Glücksspiel. Deswegen hoffe ich immer, dass ich dann hier alle nicht treffe. Weil dann ist klar, welche das sind. Dann sollten es die beiden sein. Okay, sehr schön. Der. Okay. So, Experten von Code. Okay, ich habe keine Ahnung, aber wir machen ein bisschen, ne? Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich in sowas leider nicht gut in diesem Spiel hier, wo das sein könnte. Da, danke. Sehr schön. So. Dann machen wir nochmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass das alles nicht hinhaut. Und sagen guten Tag. Also, Dick da muss regeln. Das ist klar. Dick da muss regeln. Level 21, aber wenn Dick da schneller ist, dann ist das eh super. Tschüss. Weil Dick da kann Schaufler. Dick da kann Schaufler, Dick da, guck mal, Dick da kann Schaufler, Dick da ist halt geil, Dick da Level 22. Schaufler. Ich weiß, es ist todeslangweilig. Ja, es setzt auch noch X-Speed ein, das heißt, es wird schneller, aber, ja. Hätte da vorher einsetzen müssen. Letztes Pokémon ist Raichu. Guck mal, jetzt setzt das ein. Das ist nicht schlecht. Das könnte natürlich jetzt dementsprechend der negative Punkt sein. Gucken wir mal, ob es der ist. Na, oh, knappe Geschichte. Aber er setzt nur Heule ein. Damit gewinnen wir gegen Raichu. Mit Dick da. Mit Dick da.
mit TikTok. Achievement unlocked. One man only. Oder one man army. Entschuldigung, es stand one man army. Also ein Mann Kämpfer. Ein Mann army. Ja, wir haben es getafft. Ja, mit nur einem Pokémon. Wir haben den Arena-Kampf mit einem Pokémon geschafft und mit einer Attacke. Wir kriegen die TM24. Und wir kriegen Achievement unlocked. Wir haben den General besiegt. Ja, so geht das eben, ne? So, meine lieben Freunde, geht das eben. Und, ja. Dementsprechend haben wir schon das nächste Achievement gekriegt. So, jetzt müssen wir hier. Damit haben wir den nächsten. Ja. Und das nur mit Dickda. Ich weiß, ihr denkt so von wegen immer, und warum hast du dir so einen Kopf gemacht? Du hast doch nicht mal Bibor gebraucht. Ja, ich weiß. Ich hab nicht mal irgendwen anders gemacht. Ich hab nur Dickda gebraucht. Dickda war der Held des Tages. Es ist. Ich hoffe, ihr werdet jetzt alle Dickda-Fans. Also, sorry, aber ihr müsst es werden. Ihr müsst Dickda-Fans sein. Also. So, Tamoga wieder ablegen. Dafür darf jetzt wieder Shillong mit. Ach, je. Ja, natürlich die Frage, ob wir jetzt auch schon mit hier mit Retter nochmal ein bisschen arbeiten oder vielleicht sogar mit Carpador. Ja, machen wir das. Wir legen Pikachu ab. Und der Bibor brauchen wir leider. Wir nehmen Carpador mit. Ja, der eine oder andere mag jetzt sagen, so von wegen, ist das dein Herz, du nimmst jetzt wirklich Carpador mit. Ja, wir müssen ein bisschen mit Carpador trainieren. Aber dennoch informiere ich mich natürlich wieder über die kommenden Sachen und alles drum und dran. Und ich hoffe, ihr gebt mir natürlich auch wieder Feedback, wie das Ganze gelaufen ist, wie eure Meinung dazu ist, ob ich irgendwas vergessen habe, ob irgendwas sein sollte. Danke fürs dabei sein und ich bedanke mich schon im Voraus fürs Feedback. Also bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Ciao!